Doch seine Gefühle für mich schienen erloschen. Ich begriff, dass er mich nur ausgenutzt hatte. Was wäre, wenn der Junge, der ein Anrecht auf sein Vermögen hatte, unter seiner Obhut gestorben wäre? Er empfand einfach keine Schuld. Das war das Allerschlimmste. Cyril wollte zum Felsen schwimmen und Hugo hat es erlaubt. Mr. Owen lud den falschen Gast ein. Hugo hätte dort sein müssen. Nein, ich hätte der Polizei gleich die Wahrheit sagen sollen. Das hole ich nach. Ich darf das Gesetz nicht so missachten wie Mr. Owen. Wo ist Ihr Bruder? Plymouth, er stellt sich. Dank deiner Aussage wird er bestimmt entlastet. Davon kannst du ausgehen. Und wir? Bist du noch verwirrt? Nein, im Gegenteil. Und was ist mit dir? Es gibt einen anderen Schluss von den 10 kleinen Matrosen. Ein kleiner Leichtmatrose litt und seufzte schwer. Drum ging er weg zum Heiraten, da gab es keinen mehr. So, sehr schön. So. Ich schneide jetzt das Ding wieder raus und bis gleich. So, jetzt sprinten wir ganz schnell mal zum Shiprock-Felsen rüber und retten Lombard. Und dann lassen wir Wirbel einmal sterben und zum Abschluss nehmen wir dann, wenn alle überleben. Das finde ich ist ein guter Abschluss. Und ja, dann bin ich auch fertig mit dem Let's Play und dann gab es keins mehr. Ist eigentlich ein schönes Spiel, auch eigentlich recht ansprechend, aber da ich es jetzt schon einmal durchgespielt hatte, jetzt vor kurzem nochmal und davor vor längerer Zeit schon mal, hatte ich es eigentlich noch relativ gut im Kopf alles. So, dann retten wir den mal eben. Keine Tricks, Narricot, und zünde ich sie an wie Guy Fawkes. Lombard, hören Sie. Blaw ist tot, Armstrong ist tot und Wargrave auch. Und Sie sind der Nächste, das muss so sein. So sieht vielleicht Ihr Plan aus, aber er wird nicht funktionieren. Owen kann sich Ihnen nicht nähern, ohne gesehen zu werden, richtig? Wie sich im Augenblick zeigt. Also muss es eine Falle sein, die schon aufgestellt war, bevor Sie hier raufkamen. Was für eine Falle? Der Reim! 2 kleine Leichtmatrosen, die sich sonnen. Einer brutzelte sich weg. Das Einzige, was auf der Insel im Augenblick der Sonne ähnelt, ist dieses Feuer. Ja klar! In Deckung! Ups. Ich habe Spaß an Explosionen, wie jeder andere auch. Aber nicht, wenn ich das Ziel bin. Verzeihen Sie mir, Narricot. Und danke, dass Sie mir das Leben gerettet haben. Ich war mir auch nicht sicher. Sie schienen mir mehr als alle anderen für die meisten Tode verantwortlich zu sein. Ihre Detektivinstinkte haben Sie leider getäuscht, mein Freund. Sehen Sie, ich bin nämlich nicht Philip Lombard. Mein Name ist Charles Morley. Ich kann mich auch ausweisen. Phil war ein Freund von mir. Er beging vor ein paar Wochen Selbstmord. Ich war in seiner Wohnung, als der Anwalt Morris anrief. Er klang mir verdächtig. Ich dachte, es könnte etwas mit Phils Tod zu tun haben. Ich wollte der Sache auf den Grund gehen, also habe ich mich für ihn ausgegeben. Außerdem, 100 Guinness ist eine Menge Geld. Sie sind also kein Mörder. Ich gebe zu, dass ich in den letzten Tagen mehrmals daran gedacht habe, sie umzubringen. Hören Sie, Lombard. Morley. Ich muss Sie um einen großen Gefallen bitten. Das haben Sie sich verdient. Können Sie vorübergehend den Toten spielen? Sich verstecken? Vera muss die Mörderin sein. Nun, da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber wenn Owen glaubt, sie wären beseitigt, könnte er es auf mich absehen. Oder Vera, wenn sie unschuldig ist. Deshalb muss ich zurück zum Haus. Hören Sie, mein Freund, wenn Sie ins Haus wollen, ohne Lärm zu machen. Das Fenster von meinem Badezimmer steht offen. Ich bin dadurch auf den Balkon gelangt, um sicher zu gehen, dass Vera in Sicherheit ist. Aha. Okay. Danke für den Tipp. Also, verstecken Sie sich. Kommen Sie sofort, wenn es brennt. Es wird mir eine Freude sein, den Gefallen zu erwidern, guter Mann. So, hier mache ich jetzt einen Schnitt und... Kapitel 10. Ein kleiner Leichtmatrose. Ich zeige euch dann nur die Endsequenz. So, jetzt die Version, in der ich nur mit... mit dem angeblichen Lombard zurückkomme. Sie haben sie getötet, Narricot. Ich will es jetzt nicht überspringen. Ich habe jetzt Angst, dann zu überspringen. Ah, alles so laufen. Und wieder stirbt sie.
Danke für die schriftliche Aussage, Lombard. Ach, Morley. Gern geschehen. Blors Geständnis wird Ihren Bruder entlasten. Ich stehe in Ihrer Schuld. Sie haben mich gerettet. Dafür bin ich Ihnen was schuldig. Falls Sie mich brauchen, suchen Sie nach Charles Morley im Londoner Telefonbuch. Sie sind schwierigen Situationen besser gewachsen, als es Lombard jemals war. Bis dann! Dieser kleine Matrose wird in absehbarer Zeit nicht mal in die Nähe des Meeres kommen. Gut. So, jetzt sind wir in der finalen Version. Und jetzt retten wir Vera und Lombard ist ja auch schon am Leben. Und, ja. Das kennen wir jetzt auch schon. Jetzt haben wir alle Varianten einmal durch. Dann lasse ich auch gleich das Blabla aus dem Megafon da laufen. Megafon, vom CD-Spieler. Plattenspieler. Oh. Danke, Charles. Gern geschehen. Falls Sie sich mal von Narricot erholen wollen, Charles Morley steht im Londoner Telefonbuch. Seien Sie nett zu ihr, Narricot. Sie sind schwierigen Situationen besser gewachsen, als Phil es jemals war. Dieser Matrose wird in absehbarer Zeit nicht mal in die Nähe des Meeres kommen. Hören Sie mir zu. Wenn Sie möchten. Hugo und Cyril gingen an jenem Tag früh an den Strand. Als ich kam, war Cyril viel zu weit draußen. Ich konnte ihn nicht mehr erreichen. Hugo behauptete, er sei kurz abgelenkt gewesen, weil er jemandem geholfen hatte. Ich wusste, wie es aussehen würde. Ich glaubte, ihn zu lieben. Also sagte ich bei der Autopsie aus, ich sei es, die am Strand gewesen war. Als ich freigesprochen wurde, war Hugo überglücklich. Doch seine Gefühle für mich schienen erloschen. Ich begriff, dass er mich nur ausgenutzt hatte. Was wäre, wenn der Junge, der ein Anrecht auf sein Vermögen hatte und der seine Obhut gestorben wäre? Er empfand einfach keine Schuld. Das war das Allerschlimmste. Cyril wollte zum Felsen schwimmen und Hugo hat es erlaubt. Mr. Owen lud den falschen Gast ein. Hugo hätte dort sein müssen. Nein, ich hätte der Polizei gleich die Wahrheit sagen sollen. Das hole ich nach. Ich darf das Gesetz nicht so missachten wie Mr. Owen. Wo ist Ihr Bruder? In Plymouth. Er stellt sich. Dank deiner und Lombards, nein, Morleys Aussagen wird er bestimmt entlastet. Und wir? Bist du noch verwirrt? Nein, im Gegenteil. Was ist mit dir? Es gibt einen anderen Schluss von den 10 kleinen Matrosen. Ein kleiner Leichtmatrose litt und seufzte schwer. Drum ging er weg zum Heiraten, da gab es keinen mehr. So, damit haben wir die 4 Enden durch. Boah, das war jetzt immer ein Gewarte. So, und jetzt noch eben das Blabla von dem Archibald Morris und ja. Ruhe, bitte! Ich habe eine besondere Belohnung für Sie vorbereitet. Das ursprüngliche Ende unserer kleinen Geschichte ist etwas anders als das, was Sie soeben erlebt haben. Wenn Sie ein letztes Rätsel lösen, kindisch einfach eigentlich, können Sie die Auflösung von Und dann gab's keinen mehr erfahren, wie von Agatha Christie in der Urversion geschrieben. Interesse? Dann begeben Sie sich zunächst in das Esszimmer, zu einem letzten Vergnügen. Bis neulich.